Prost, gerade fertig mit dem Training hier mit meinem Bruder. Und zieht euch mal rein, was hier bei ihm abgeht. Cauliflower-Alarm. Ja. Verdient, das ist harte Arbeit, gehört dazu auf jeden Fall. Ja, wir werden gucken. Der Trainer will ihm vielleicht gleich das nochmal rausziehen mit Spritze. Wird bestimmt schmerzhaft, oder Bruder? Ach, tut weh, klar. Tut weh, diese ganze Geschichte? Es geht eigentlich. Kannst du schlafen und so? Ja, wenn es so ist, dann wird es schwierig, aber ein paar Tage geht es. Wenn es gleich rausgezogen ist, dann geht's wieder. Okay, wir sind gespannt, bis gleich. Hier sind die Dinger, die Spritzen, 40 Milliliter, damit wird das schöne Ohr gleich ausgesaugt. Da ist der Folterer. Ach, nichts Folterer. Nee, es ist alles eine gute Sache. So, jetzt gibt es mal ein bisschen Blut aus dem Ohr. Für alle, die es nicht kennen. Wer Grappling-Sport macht, leidet früher oder später in der Regel an solchen Wehwehchen. Abhilfeschifter schafft da Punktieren, sogenanntes Punktieren. Dafür nehmen wir eine Insulinspritze, stoßen die durch die Haut und fangen an, die Suppe aus dem Ohr zu ziehen. Wer das noch nie hatte, so eine Einblutung im Ohr kann ganz schön schmerzhaft sein. Ja? Manchmal muss man ein bisschen nachjustieren, ja, weil man manchmal... Ups. Ja, da kommt schon einiges raus. Na? Muss gleich nochmal nachstechen. Hab nicht die richtige Stelle getroffen. Nehmen wir eine neue Spritze. Wir wollen ja nicht. Tut's mir so? Der junge Mann. Das geht eigentlich. Das wievielte Mal machst du es jetzt, Sahel? Zweiter Tag, jetzt die vierte Spritze. Ja, eine Insulinspritze nehmen wir, damit es nicht so doll wehtut. Weil die Ohrhaut, ja, die ist extrem dünn. Ja. Die ist dazu gedacht, eigentlich durch die oberen Hautschichten zu gehen, ohne großartig Schmerz zu verursachen. Und die ist nicht dazu gedacht, Blutadern anzupieksen. Ja. Ja. Musste man das bei dir auch schon machen, Gökhan? Ein paar Mal, ja. Lässt sich leider bei den meisten Grappling-Sportarten nicht vermeiden, dass man sowas irgendwann früher oder später bekommt. So, den Rest lassen wir drin, weil das wird nachbluten und dann haben wir für morgen noch mal ein bisschen was. Für morgen noch ein bisschen Spaß. Sehr schön. Da läuft das Blut schon runter. Okay, dann steht das mal trocken. Prost. Prost.